ich bin Ramona und das sind ganz super leckere und leichte Zucchini-Zudels mit pochierten Ei aus dem Mikromeister. Und wie du die machst, das zeige ich dir jetzt. Für die Zudels mit pochierten Ei benötigst du 150 Gramm Zucchini, 2 Teelöffel Wasser, 2 Eier, Salz und Pfeffer. Zusätzlich benötigst du den Mikromeister, das Profichef Spiralwerk oder wahlweise den Zudelino. Spiralisiere die Zucchini mit dem Profichef Spiralwerk zu Spaghetti. Ich habe bereits die Zucchini-Nudeln auf beiden Seiten des Mikromeisters zu 2 runden Nestern geformt. Nun gibst du 2 Teelöffel Wasser über jedes Nest. Jetzt verschließt du den Mikromeister und stellst ihn für 90 Sekunden bei 600 Watt in die Mikrowelle. Nun gibst du in jedes Nest ein Ei. Steche das Eigelb mit einem Zahnstocher auf, damit es beim Erwärmen nicht platzt. Verschließe den Mikromeister erneut und gebe ihn nun für 1 Minute und ca. 20 Sekunden bei 600 Watt in die Mikrowelle. Nach 1 Minute Stehzeit ist dein pochiertes Ei fertig. Je nachdem, wie hart oder weich du dein Eigelb möchtest, kann die Zeit um ca. 20 Sekunden variieren. Nimm die Nester nun mit einem Servierlöffel aus dem Mikromeister. Nun kannst du deine pochierten Eier noch mit Salz und Pfeffer nach Belieben würzen. Die Zucchini-Zudels sind ein super leichtes und leckeres Rezept für heiße Sommertage. Mmh. Und super lecker. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn dir das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und über einen freundlichen Kommentar. Du kannst auch gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du keine Rezepte mehr.